War ich Lieber halt. blind. Ja, Aber richtig, aber ja, stark aber sowas Boosterblind. von. Herald, ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen sitzen bleiben. Sie Arsch. Arsch. Harold, warum? Warum? Warum geben Sie sich so viel Mühe, sie zu beschützen? Ja, Mia, das kannst du nicht verstehen. Wahre Liebe. Warum bist du so? True Love. Warum? Weil. Baum. Weil Weil mir Baum. sagt, warum mach ich mir nur die Liebe? Weil Baum. Baum. Punkt, Weil Punkt, Baum. Punkt, Punkt, Punkt. Heute bin ich Astronaut. Das ist ein Argument. Nicht. Total verrückt nach hier. Das habe ich schon lange niemanden mehr sagen hören. Oh Mann, Sie Idiot. Herr White, haben Sie jemals darüber nachgedacht? Warum sollte eine Frau wie Dahlia Hawthorne wohl mit Ihnen gehen wollen? Oh Gott, ey, Mia, übertreibt man nicht. Nun, ich glaube, sie ist wohl auch total verrückt nach mir. Ja, na klar, sie ist Herr wohl einfach White, bitte verrückt. machen Sie die Augen auf. Sie mag mich. An diesem Punkt des Prozesses sollte es wohl für alle offensichtlich sein. Sie Der steht auf dem wahre Lichter. Grund, warum Dahlia Hoffel mit Ihnen geht, ist folgender. Sie Ist ist verrückt verrückt nach nach ihm. Ihnen, diese Oh Halskette. Gott, Sie was soll will das denn? ihr stillschweigen. Die Halskette, 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 Halskette. Halskette, Halskette, Ja, ist Halskette. das schon Halskette, ausgewählt? Halskette, Ja, Halskette, 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 Halskette. Halskette, Halskette, Ja, da ist ein Fussel. Andere Kette. Dahlia Hoffel war und ist nicht verrückt nach Ihnen. Das einzige war, was sie interessiert, ist die Kette, die sie im Hals tragen. Kette! An der Kette! Kette! Halskette! Meine! Halskette! Hinten im Wartezimmer haben sie es selbst gesagt. Oh, Rückblendung. Rückblende in der Ja. Rückblende! Ich mich da nieder, wenn man die Ware wagt, nicht da. Bitte gib sie mir jetzt zurück! Was ist das für ein Mädchen, das bla bla bla, fette Titten? Fette Titten. Für Dahlia Hawthorne ist diese Halskette ein unwiderlegbarer Beweis für ihre Tat. Deswegen musste sie sie unbedingt zurückbekommen. Die Lügen! Oh mein Gott, der hat schon Tränen, Pipi in den Augen. Boah, hallo, das ist voll der behindertste Begriff auf der ganzen Welt. Fick dich. Aber also, haben sie nie zurückgegeben. Oh, Pipi in den Augen ist so süß. Oh nein, es ist nicht, Alter. Das sagt meine, in Anführungszeichen, beste Freundin. Die ist so fett, die macht mich platt, wenn sie auch mal auf mich springt. Okay. So wie Herr Grossberg. Ja, die muss gegen dich kämpfen. Ja, so wie Herr Grossberg in weiblich. Und so die Ocken von Mia. Oh mein noch Gott. Dann lassen wir jetzt Mia vorlesen. Oder auch nicht. Deshalb hat sie. Sie hat sie vorgelesen, nur sehr leise mal wieder. Ja. Ficken! Ich Ibo! glaube. Ich glaube Ihnen das nicht. Jo. Nein, das ist eine Lüge! Ich will, dass das macht. Ich liebe es! Ja, der kriegt sie ja schnell nach. Ach du Scheiße, es ging jetzt so schnell, das konnte sich nicht lesen. Oh Gott, nein, jetzt hab ich wieder fett im Bild sprechen. Mir, alles in Ordnung. Ja, ich glaube schon. Gut, was sein. Dieser Junge, er ist völlig durchgeknallt, genau wie Voll plem plem plem. Und wird Anwalt. Wo ist der Ride? Lehrerstuhl. Sieht so aus, als wäre bla bla Gerichtsdiener ihn geschnappt, er müsste bald zurück sein. Vielleicht. Gott sei Dank. Scheiße, mein ich, mein Text. Oh nein. Was ist denn? Die Kette mit der Flasche. Frau Hoffnungs Geschenk. Sie ist weg. Nein, nein. Nein. Fickt euch. What? Das ist ja schrecklich. Nicht. What? What is up? Herr White muss sie sich gegriffen haben, als er mich angerempelt hat. Törichter Junge. Das war das Einzige, was ihn hätte retten können. Depp. So, du bist doof. Tut mir leid. Was denn? So doof wie der drei Richter. Teufelsnamen sollen wir jetzt nur tun? Was ist das gegen den Richter? Er hat einen Bart. Und nun? Ich habe Haare. Apropos Richter.
Herr Wright, ein derartiges Benehmen ist beispielslos in der Geschichte des Gerichts. Tut mir leid. Nö, geh sterben! Ich fürchte, mit einer Entschuldigung ist hier nicht getan. Los, Harakiri! Vor allem. Oh, wow. Kamehameha. Was haben Sie dem Fläschchen an der Kette gemacht? Es ist stürzend schlimm. Verzeihen Sie mir. Es tut mir leid. Ich hab's gegessen. Deswegen sterbe ich auch bald. Ist in Ordnung. Geben Sie die Kette einfach zurück. Geht nicht. Die ist kaputt. Ich habe sie. Oh mein Gott, nein! Ey! Ist es nicht so hell? Wir können nein. Diese Entwickler davon gewesen sein. Tommy, du cheatest auf unsere Komplettlösung. Rück sie raus. Oh mein Gott, ich hatte so Spaß gemacht. Was haben Sie getan? Kack sie aus. Sie haben sie gegessen. Na toll, in 3 Tagen geht das Gericht dann weiter. Sie war zu groß, um sie runterzuschlucken. Deswegen muss ich sie, oh Gott, erst zerkauen. Na klar, pure Holzkette. Goldkette, ach. Lecker Gold und Gift. Süß. Was macht er da? Macht er jetzt? Jetzt auf Pull. Moment mal! Euer Herrn, Sie müssen diesen Prozess vertagen! Ja. Herr White! Herr White, sind Sie in Ordnung? Haben Sie Magenschmerzen? In der Flasche, die. In der Flasche, die Sie runtergeschickt haben, könnte noch Gift gewesen sein! Ja, bring ihr doch mehr zum Heulen, Mia! Ja! Es scheint, als hätte der Anklage den Fall für die Anklage gewonnen. Es scheint, als hätte Herr Pinger... Und stirbt bald. Diese Flasche hat eindeutig kein tödliches Gift enthalten. Doch. Können Sie sich da so sicher sein? Ganz einfach, er wäre jetzt schon tot umgekehrt. Nein, 2 Teelöffel. Offensichtlich. Hätte er gesagt, das, oder? Siehst du? Ich bin lebendig. Ja, aber der hat wieder mal nicht zugehört. 2 Teelöffel, Jan. Hm? Was das betrifft, das Gift betrifft, das ist wohl ein Produkt der Fantasie der jungen Fraternigen. Hm, so scheint es. Einspruch! Nein, da muss ein Fehler vorliegen. In der Flasche war wohl kein Gift mehr drin. Entweder das oder das Gift muss seine Wirkung verloren haben. Oder du sagst einfach mal 2 Teelöffel. Ja. Teelöffel. Oh je, oh je. 2. Ist schon gut, Anfängerin. Locke, 0. Jemandem zu vertrauen ist das Normalste, was ein Verteidiger tun kann. Ich hab auch von meinem Verteidiger. Und es ist rührend zu sehen, wie sie so viel Vertrauen in Herrn Ryan setzen. Schön umformuliert. Aber genauso ist es auch auf der Seite der Anklage. Ist sie jetzt ganz bescheuert? Ich so? Ich würde beispielsweise der Zeugin Hathron mein eigenes Leben anvertrauen. Ja, und nicht meine Lock. War klar. Aus diesem Grund kann ich konstatieren, dass ihre Meinung von ihr falsch ist. Das kommt nicht von Konstantin. Konstatieren. Nie gehört das Wort. Das reicht jetzt! Frau Hofer, leider kann ich Ihre Erkältung der Ereignisse nicht akzeptieren. Erkältung. Oh, Erklärung! Scheiße! Das ist? Aber warum denn nicht? Hust. Erkältung. Hallo? Möglicherweise ist das für eine Anfängerin wie Sie schwer zu verstehen. Aha. Ja, und schwer und ach. Aber vor Gericht zählen Beweise und sonst nichts. Oh mein Gott. Obwohl ich so viel bewiesen habe. Komma!
kommt sie mit allem davon? Punkt, 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 Fragezeichen, Klammer zu! Nun, da sich der Verdacht gegen Frau Heffron nicht erhärtet hat, ich gerne mit dem Prozess. Moment mal, wer hat das jetzt eigentlich gesagt? Ich glaube du. Moment mal! Herr! War das nicht eher ein Rrrr? Nein. Alright. Alright, müssen Sie zumindest auf Klo. Tut mir leid, Frau Faye. Es war mir völlig entfallen.